Wir sind in Genua angekommen, hier vorne war der Bus. Das heißt, Ruth und ich machen heute einen City-Besuch. Leider ist das Wetter nicht so schön, aber wir machen jetzt das Beste draus und gehen da jetzt erstmal an den Hafen runter. Das sind die bekannten Gassen von Genua. Diese Stadt wurde ja an den Hügel hochgebaut. Und es geht da doch zum Teil ziemlich steil bergauf. Jetzt werden Ruth und ich diesen Palazzo da besuchen. Das ist ganz ein spezielles Haus, der Palazzo Reale oder auf Deutsch auch Königspalast genannt. Schaut euch mal diesen Kronleuchter an. Der wäre was für meine Wohnung. Das ist schon wirklich alles Pracht. Da die schönen Wandteppiche. Und wieder die Decke. So etwas habe ich noch nie gesehen. Schlafzimmer. Nein, in solchen Schlafzimmer habe ich auch noch nie übernachtet.
Jetzt schauen wir noch den Garten an, diesen Palazzo. Da in diesem Trakt ist momentan eine Baustelle. Und das da ist das Palazzo von außen. Da waren wir jetzt drin. Es ist heute kalt, man könnte nicht meinen, dass wir in Genua im Süden in Italien wären. Aber jetzt müsste ich schauen, da draußen gibt es ein großes Mosaik. So was Schönes da auf dem Boden. Mit einem kleinen Teich. Und da ist wirklich südliches Flair mit den Palmen. Es gibt übrigens sehr viele so ähnliche Palazzos hier, weil Genua war ganz eine reiche Stadt früher. Eine Hafenstadt, war lange die größte Hafenstadt in Europa, bis Rotterdam gebaut worden ist und jetzt am Mittelmeer ist es an der zweiten Stelle nach Marseille. So, jetzt einen Blick zurück zu diesem Palazzo. Eine Galeere, die wurde nachgebaut für einen Film, ist auch schwimmfähig, also mit der kann man auch das Meer rausfahren. Das ist ein mächtiges Schiff, das könnte man auch anschauen gehen, aber das machen wir jetzt nicht. Das da, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sicher sagen, aber das soll die erste Bank in Europa gewesen sein da. Das sind die schönen Gässli von Genua. Richtig schön. Thank you.
Wir machen jetzt da eine ganz schöne Altstadttour. Und bei dieser Tour werde ich mehr Fotos machen. Es ist schöner und ich kann es so besser darstellen als mit Film. Und da ist auch wieder so ein hoher Turm. Auch das da hier gehört zu Genua. Noch Pflanzen zwischen den Straßensteinen. Das ist noch ja, interessant für so in einer Großstadt. Ja, Genua ist schon eine spezielle Stadt. Diesen Gassen, alte Häuser, dieses spezielle Haus da hier. Ja, bis jetzt haben wir sehr viel gesehen von Genua. Eine Vorwarnung habe ich noch. Wir wollten auch das Aquarium anschauen. Aber leider war alles schon ausgebucht. Und wir müssen wieder abziehen, ohne das Aquarium gesehen zu haben. Aber jetzt
Dafür haben wir jetzt sonst sehr viele schöne Sachen gesehen. Und ich kann nur empfehlen, mal hier nach Genua zu reisen und die Stadt zu besichtigen. Auch da diese gedeckte Straße ist etwas so Interessantes. So, jetzt gehen wir noch in einen Park hoch, wo wir ein bisschen den Überblick über die Stadt haben. Oh. Jetzt sind wir da in einem ganz schönen Park. Voll im Stadtgebiet. Und ich glaube schon, jetzt heute haben wir wirklich eine sehr schöne Stadtbesichtigung gehabt. Jetzt geht es da wieder hoch. Wir hatten auch sehr große Abwechslung. Und ich glaube auch, die Ruth ist mit mir zufrieden. Und soll sie es mir jetzt gerade sagen. Es ist sehr schön, Ueli. Danke vielmals. Danke. Jetzt haben wir, glaube ich, den höchsten Punkt von heute erreicht. Es gibt dann weiter unten nochmal einen schönen Aussichtspunkt. Da, diese Aussichtsplattform ist leider auch geschlossen. Und da vorne nochmal einen Blick auf die Stadt. Und da sieht man gut, wie diese an den Hang hochgebaut worden ist. Übrigens, ich habe heute ein bisschen viele Fotos gemacht, aber irgendwie kann ich so die Stadt besser präsentieren als mit Videos. Ich hoffe auf euer Verständnis. Da sieht man jetzt ins Neubauviertel, das Mittelmeer, das Hafengelände. Es war ja lange der größte Hafen in Europa, wurde dann aber von Rotterdam überholt. Und jetzt ist es noch der zweitgrößte Hafen da am Mittelmeer nach Marseille. Ja, schon fast schade, dass wir heute
Abend Genua wieder verlassen müssen. Ja, langsam wird es dunkel. Und da ist auch wieder ein Haus mit Marmor, eine Bank. Sieht so schön aus. Eine Weihnachtsstraße in Genua. Jetzt sind wir wieder in einer Nebengasse. So schön da, die Weihnachtsbeleuchtungen, diesen schmalen Gassen. Es führen verschiedene Wanderwege da durch Genua und die sind sehr gut gekennzeichnet. Es ist also ganz schön, so eine Stadt Führung zu machen. Das ist meine letzte Aufnahme von Genua, vom Hauptbahnhof. Hier beenden wir unsere heutige Stadtbesichtigung. Es war sehr, sehr schön.